Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in der Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg aus Patch 11.5. Und da haben wir gleich zwei Erfolge, die ich euch zeigen will. Und zwar haben wir einmal Ballonfahrer und Vielflieger. Und was müssen wir dafür machen? Fliegt mit einem der Feierballons. Und beim anderen müssen wir mit allen vier fliegen. Wir befinden uns einmal bei dem Jubiläumsevent in Tanaris, und zwar vor den Höhlen der Zeit auf den Koordinaten 64, 50. Und hier ist es so, dass wir jetzt mit ein paar Ballonen rumfliegen können. Und die sind gleich hier beim Höhleneingang. Da ist nämlich hier diese eine Kollege, beziehungsweise sogar zwei, und die lassen hier diese Ballone steigen. Und jetzt ist es so, dass wir hier einfach warten müssen, bis so ein Ballon steigen gelassen wird. Den können wir anklicken und dann trudeln wir damit über das Festivalgelände. Jetzt ist es so, ihr müsst immer ein bisschen warten, bis das quasi zählt. Also der muss da so halb rumfliegen, dann zählt es erst. Ihr habt am Anfang erstmal nur Ballonfahrer. Da müsst ihr mit einem Ballon fliegen. Also sobald das gezählt habt, ploppt das auf. Und sobald ihr den ersten habt, gibt es dann noch das zweite Achievement und dann müsst ihr mit allen vier Varianten fliegen. Übrigens, die Ballone heißen komischerweise ein bisschen anders, ne? Also das ist jetzt der helle Ballon, der heißt hier hellblauer. Ne? Dann gibt es einen, der heißt dunkler und der heißt der dunkelblaue. Also da müsst ihr gucken, die Namen sind schon relativ nah beieinander. Und ja, zum Teil müsst ihr einen Ticken warten, bis halt der richtige kommt, ne? Von denen, die ihr noch habt. Und ja, sobald ihr dann weit genug rumgeflogen seid, ploppen dann jeweils die Achievements auf. Ist eine relativ simple Sache, man muss halt nur wissen, was man tun muss. YouTube, das war es jetzt eigentlich tatsächlich schon für das kleine Achievement-Guide-Video. Übrigens, der Ballonflieger-Erfolg, ne, also der erste Ballonfahrer, ist auch ein Teil von dem Meta-Erfolg, wo wir dann unter anderem auch einen Mount kriegen. Also dafür ist das auch schon mal gut. YouTube, dann sind wir tatsächlich schon durch. Das Ganze könnt ihr wahrscheinlich nur machen, während das Geburtstagsevent. Aktuell ist das sogar ein paar Monate lang, und zwar vom 23. Oktober bis einschließlich 8. Januar 2025. Ich vermute, dass in den kommenden Jahren immer wieder beim Geburtstagsevent das Ganze hier neu aufgezogen wird, und ich denke auch, da könnt ihr das dann wieder angehen, wenn ihr das jetzt halt in dem Jahr verpasst haben solltet. Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.